Hallo und willkommen zurück zu Hand of Fate. Wir stehen dem Geber gegenüber, haben wir schon letztes Mal, aber letztes Mal sind wir nicht mal bei ihrem Geber angekommen. Der Fluch, dass wir jede Runde oder jede Etage einen Fluch kriegen, ist schon sehr eklig, aber noch ekliger finde ich, dass man keinen Segen empfangen kann. Go, leave. There is no joy for you here. Ach klar, wird spaßig. Und Fluch entfernen wird teuer werden, weil das diese gebundenen Flüche sind, die erstmal extrem viel Gold kosten. Aber wir haben ziemlich viel jetzt schon gefunden, was irgendwie unseren Goldeinkommen erhöht. Little pleases me more than watching your attempt to wriggle away from bad luck. Der Fluch ist noch erträglich, würde ich fast sagen. Der letzte lebende Feind kann nicht mehr betäubt oder unterbrochen werden. In einem Kampf. Das heißt, wenn ich jetzt ein Lich und was anderes habe, sollte ich erst den Lich besiegen, weil der kann sonst nicht mehr unterbrochen werden. Oh Gott. Frage ist, was bedeutet jetzt das unterbrochen genau? Naja. Gut, Every ich, card so, drawn wir from kriegen your den Segen, den thoughts wir and nicht your kriegen. memories. Every card tainted by your view of the world Aber and wir your kriegen noch Equip. single-minded purpose. The Neues. same singularity of Ist purpose ja that jetzt gut, ich brings will you lesen here. hier. Verteidigung leicht. Jeder dritte Schlag eines untoten Feindes wird auf ihn selbst zurückgeworfen. Na gut, die ist auf jeden Fall auswechselbar. Dadurch, dass es aber eine leichte anstatt eine mittlere Rüstung ist, kriegen wir mehr Schaden, aber sind beweglicher. Also ich würde es erstmal nehmen zum Really? Testen. Is that what you're going to do? Ja, leider. Überraschendes Portal. Oh Gott, wo bringt mich das jetzt schon wieder hin? Nächste Etage schon? Da ist noch Geld. Während du dich zwischen den Realitäten hindurchstürzt, hast du im Blick auf weit entfernte Länder ein Reich, in dem sterblicher Verstand keinen Sinn erkennen kann. Okay, jetzt bin ich da hinten. Heilige Schmiede, lass mich raten, hier ist das Erz. Bringt mir nichts, hab kein Erz. Wir gehen erstmal weiter, weil am Ende wird ja aufgedeckt. 30 Gold. Das ist wie immer, ja. Ich könnte ihm ja 20 Gold geben. Vielleicht gibt er. Oder ich gebe ihm das Brot von meinem Teller. Wie immer. So, was gibt er mir? Ergeber zieht er eine Ration Gewinnkarte. Naja, könnte positiv sein. Ja, 4 plus gemacht. I'm sure you're grateful for that. So, was ist da unten? Okay, da brauche ich nicht hin. Da wäre eine neue Waffe, eine ordentliche, aber das ist zu viel Nahrung. Wären das jetzt die Golems, der Golem-Angriffstrupp, der Goblin-Angriffstrupp, dann würde ich da wieder hingehen. Weil den will ich loswerden. Den will ich rausnehmen aus dem Deck, damit ich andere Karten reinnehmen kann. So, aber da ist das nicht wahr. Naja. Cooldown-Zeiten für Waffen und Artefakte verdoppeln sich, WTF. Da ist ein Shop. Direkt unter Geld. Da ist einer. Golem-Angriffstrupp. I do not expect we will be the last. Ja, ich greife an, solange ich es noch kann. Nachher ist ja wieder das Problem, dass ich nicht mehr angreifen darf. Dass ich versuchen muss, mich A vorbeizuschleichen. choice. Select your Das oder desire. das? Gesundheitsverlustkarte. Okay. Das ist einfach nur 5 Schaden. Nasty. Cool, ja, geht noch, geht noch, geht noch. So, jetzt muss ich mich erstmal wieder ans Kämpfen gewöhnen. Ich habe wieder eine Weile Pause gehabt, also kann es sein, dass ich mich mal wieder blöd anstelle. Ihr kennt das ja. Der lädt erstmal. Was haben wir für eine Kampfzone? Ah, die geht. Hier ist eine Falle rechts wieder. Gut. Weg hier. Gut. 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 Oh, ich bin da weggerollt. Ich muss hinter den kommen. Gut. Also ein bisschen kriege ich es hin, aber ich muss vorsichtig sein, dass ich mal zur Seite rolle oder so, wenn er den Schlagangriff macht. Gut. Den wollte er gerade zur Seite machen. Gut. Boah. Hilfe. Ja, ich hab ihn. Ja, das war schwer. Aber wir haben ihn. Einen Schlag habe ich gekriegt. Hätte ich nicht gedacht, dass ich von dem Schlag getroffen werde. Muss ich ehrlich zugeben. Wir gucken mal kurz hier. Könnte sein, dass der Ausgang. Nee, ist nicht der Ausgang. Achso, teuflische I Fallen. never put much stock on mysterious voices myself. Albtraum und so, wir kennen das ja. Gut. Dann hoffen wir mal, dass wir hier gut durchkommen. Ich hatte Übung, aber es ist schon wieder so lange her, dass es sein kann, dass ich wieder völlig raus bin. Na, sieht auch gut aus, sieht gut aus, sieht gut aus. Wo sind wir jetzt? Na, hier sind wir. Müssen wir nach links?
müssen wir jetzt eigentlich lang? Nach links vermutlich. Dann würde ich sagen, ich gehe einfach hier unten lang. Bisher kommt ja noch keine Pfeilfalle, aber hier kommt irgendwas von der Decke runter, sage ich doch. Ich wusste nur nicht wo. Keine Pfeilfalle, aber hier ist wieder das große Rad. Ne, da gehe ich jetzt noch nicht lang. Ich warte noch eine Runde und dann gehe ich links lang. Boah, ohne Schaden, das war aber ganz knapp. Vor allem, der ist so diagonal gerannt, weil die Kamera sich in dem Moment gedreht hat, wo ich da lang gerannt bin. So, das haben wir geschafft. Dann gehen wir mal in den Shop hier. Ruf nach dem Priester, der könnte Fluch entfernen, hätten mal Geld. Geh zum Laden. Wir wollen trotzdem sehen, ob wir irgendwas Neues wieder aufdecken, dass wir wissen, was es ist. Oder was es kann, damit wir wissen, ob wir es drin lassen im Deck oder rausnehmen. Achso, der hat nur Segen und sowas. Segen kann ich nicht haben, also nochmal gucken. 120? Okay, das ist sogar machbar. Das können wir zusammenkriegen. Das ist aber auch doof, ne? Aber 300 Gold kriege ich nicht so schnell zusammen. Letzter lebende Feind kann nicht mehr betäubt oder unterbrochen werden. Kann das sein, dass deswegen der Golem da so durchgekommen ist mit seinem Schlag? Wenn ich das wegmache, kostet 38 Gold. Ich würde erstmal auf das Ding sparen oder eben schauen, ob ich was anderes mache. Runden heilen brauche ich nicht. Ich habe fast volle Rationen kaufen. Nö. Ich erwarte eigentlich noch einen bestimmten Fluch, den ich noch nie hatte, den ich aber richtig lustig finde. Aber da lassen wir uns mal überraschen, bis es soweit ist. Da links unten ist Ration. Ah, cool. Die Echsenkuppel. Gut, das kennen wir, die Arena. Gegen wen möchte ich ohne Ausrüstung kämpfen? Das sind die Echsen und das sind die Skelette. Ohne Ausrüstung heißt das, ich kann nicht kontern, aber Echsen müssten machbar sein. Ich kann schnell genug wegrollen meistens. Wobei ich nicht sehe, wann die angreifen, ne? Da könnten aber so eine blöden Fernkämpfer dabei sein. Ich nehme die. Ich nehme die. Du bereitest dich auf den Kampf vor. Gut, hier sind wieder Flammen. Das ist sehr gut. Auch wenn Flammen nicht so effektiv gegen die Vieh... Was, hier geht's oben rum? Cool. Cool, hier geht's ja oben rum. Der Fernkämpfer brennt da hinten. Sehr schön. Autsch. Der brennt, sehr gut. Du triffst mich nicht. Ich will, dass die noch öfter von den Flammen getroffen werden. Ja. Wegrollen, sehr gut. Der brennt wieder, sehr gut. Autsch, das habe ich nicht gesehen. Der macht zu viel Schaden, wenn ich keine Rüstung habe. Kommt mal wieder hier lang. Weil ihr dann nicht mit Fernkampf und sowas treffen könnt. Genau. Dann nutze ich halt jetzt mal das Gelände, was da ist, zu meinem Gunsten. Auch wenn ich nicht viel Schaden mache ohne Ausrüstung. Gut, der ist tot. Gut. Nicht da reinrennen, nicht selber reinrennen. Ich schätze mal, das Feuer macht ihm nicht wirklich viel Schaden, weil der ja selber Feuerviech ist. Vermute ich mal. Komm mal hier ran hier. Ich mag nicht so gerne im Feuer mit dem kämpfen, ehrlich gesagt. Ich weiß gar nicht, ob der überhaupt Schaden kriegt, wenn er im Feuer steht. Sag mal, kriegt der gerade Rage oder so, weil der im Feuer steht? Jetzt kriege ich einen. Nein, ist mir selbst ins Feuer gerannt. Ich bin ja auch doof. Gut, habe ich einen. Was macht der da immer? Was ist das für eine komische schwarze Wolke, die er um sich rum macht? Macht er sich Feuer immun? Ich habe doch irgendeine Stärkung durch den Dolch letztes Mal gekriegt. 4 Gewinnkarten. 30 Gold. 15 Gesundheit, das heißt Heilung. 30 Gold. Oh, wir könnten den Fluch entfernen. 3 Rationen. Wir könnten natürlich jetzt versuchen, den Fluch zu entfernen. Da ist noch das Wirtshaus. Na gut, dann gehe ich hier zurück Richtung Wirtshaus und werde unterwegs den Fluch entfernen. Würde ich mal sagen. Auch wenn es ein bisschen Nahrung kostet. Nothing more pleasing than the smell of salt water and the rush of wind, is there? Bloß den Fluch, dass ich keine Segen kriegen kann, den würde ich gern loswerden. Gehe zum Laden. Einfach nur, weil ich es kann. Was meint ihr? Denn ich habe so das Gefühl, das wird nochmal richtig wichtig. Der hier ist es.
Gut. Das war's dann. Und jetzt gehen wir noch nach rechts. Zum Wirtshaus. Ich hoffe, ihr musst dich jetzt kein Geld geben. In einem Wirtshaus triffst du den Schiffskapitän. Ah ja, gut, ich erinnere mich. Enormer Erfolg, Erfolg. Dem Schiff hinterher, ob wir es noch kriegen, sozusagen. Fehlschlag, Mist. Das heißt, es schwimmen wir hinterher und dann ist die Frage, ob ich jetzt Schaden kriege, wie viel Schaden ich kriege, wenn ich hinterher schwimme. Ich schätze mal, ein enormer Erfolg würde jetzt heißen, dass ich... Ja! Dass ich das Schiff noch erwische, oder wie? Ihr findet das Schiff nicht weit von der Küste entfernt, als du an Bord kletterst, stößt einer der Piraten einen Ruf aus. Du erreichst das Deck gerade, als sie angreifen. Dreistaub und Königstaub. Der heilt, oder? War das der mit Heilung? Oder war das der mit den Kugeln? Oder war der beides? Oder keine Ahnung. An Deck von dem Schiff. Okay. Okay, das war der mit den Kanonenkugeln. Habe ich irgendeine Fähigkeit, die ich vergessen sollte mit aktivieren? Ach, ich kann ja wieder kontern. Stimmt ja. So, erstmal den, damit der nicht mehr heilen kann. Nein. Der Fernkampf stört trotzdem, wenn mich das trifft. Muss ich ehrlich sagen. Habe ich jetzt trotzdem Schaden gekriegt? Mist. Ich will den Captain erst töten. Nein, ich wollte das andere kontern. Ah, weg hier. Ah, Hilfe, ich will den Captain töten. Gottes Willen. Gott, wieso mache ich so wenig Schaden? Jetzt triffst du wenigstens alle deine eigenen. Jetzt hast du wieder geheilt, ist klar. Triffst du wenigstens so auch deine eigenen? Mann, ich will den Captain treffen. Ich muss den Captain treffen. Autsch, 3 HP Schaden, geht noch. Der Captain musste irgendwann, nicht der Captain, der König, der Piraten da oder wie auch immer, musste irgendwann tot sein. Was, die schießen jetzt schon 3 Kugeln, 3 so eine Dolche, ist ja auch nicht schlecht. Ach, das war ja eigentlich der König. Na. Wann ist der endlich tot hier? Boah, gekontert. Thank you! Oh. Ah. Ist er jetzt tot? Ja, ich glaube. Nee, ist nicht tot. Stirb doch mal jetzt. Jetzt ist er tot. Jetzt kann ich mich aufs Kontern konzentrieren, ey. Ich kriege auch ordentliche Kombos hin hier. Der war zu weit weg zum Kontern. Gut. Boah, mache ich hier Konterketten. Nein, jetzt habe ich mein Kombo durchgehauen. Alles tot hier fast. Nur noch ein Fernkämpfer. Der ist zum Nahkämpfer wollt. Ah, ich kann den nicht mehr unterbrechen, deswegen war das rot. Ui, 26 HP. Aber der, ehe ich den blöden Captain da erwischt habe, den König, hat eine ganze Weile gedauert. Das war nervig. So. Du findest im Laderaum, ich habe Laboratorium gelesen, des Schiffs einen Schatz. Der Captain zieht seinen Degen. Ihr hört mir, lasst die Finger davon. Captain angreifen? Es sind doch Piraten, oder? Ich greife den Captain an. Du greifst den Captain an. Der Kampf ist lang und wild, doch schließlich gehst du siegreich daraus hervor. Der Captain liegt tot zu deinen Füßen. Der Geber zieht dir 3 Verlustkarten. Ach, plus gut, das waren nur Max. Oh, noch mehr Max-Gesundheit. Oh, noch mehr Max-Gesundheit. Oh Gott.
Du sammelst so viel des Schatzes ein, wie du tragen kannst. Geber zählt der 4 Gewinnkarten, das Zeichen dieser Karte gehört es dir. Wenigstens habe ich das Zeichen gekriegt, aber trotzdem war das ganz schön verlustreich. Bisschen Gold. Helm des Seers. Bei jeder Chancenbegegnung leuchtet eine normale Fehlschlagkarte rot auf. You could really use some help with that. Das heißt, wenn wir eine normale Fehlschlagkarte dabei haben, wissen wir genau, welche das ist. Wenn mehrere sind, dann haben wir natürlich nur eine der und wir können den Rest aussuchen. Aber das hilft mir nochmal, das zu... Warte mal, was macht die andere Karte? Der Höllentrank? Drücke während des Kampfes R, um Feuerfallen zu aktivieren. Aber das bringt mir nichts gegen Echsen. Ich nehme mal das Ding. Ich habe ja wahrscheinlich noch ein langes Level vor mir. Das heißt, wir schauen mal, was da kommt noch. 10 Gold pro Segen. Na gut. So viel dazu. Und in Schätzen findest du auch eine Karte. Du hast keine Ahnung, was du an einer markierten Stelle finden würdest, doch für den Fall steckst du sie ein. Das ist wohl das, was hinter dem Token steckt. Irgendein Event, wo wir sozusagen dem Schatz hinterherjagen. So, jetzt müssen wir wieder dahin. Wir könnten uns jetzt hier heilen oder einen Segen kaufen, aber nicht für 18 Gold. Das heißt, wir gehen erstmal daran vorbei. Zumal wir durch die Bewegung ja auch geheilt werden. Von daher geht das ja. Jetzt kriegen wir wieder einen Fluch. Arkane Gebrechlichkeit der Spieler erleidet zusätzlichen Schaden durch Fernkampfangriffe. Also ja, nicht getroffen werden. Besonders von diesen Echsen mit ihrem Feuerangriff. Heilung! As each new concept is explored, was? That we learn something nicht? About ourselves or something about weil ich mehr flüche als sehe. Der Friedhof funktioniert so, oder? Auf einem alten, verlassenen Friedhof spüren die ruhelosen Geister die Gegenwart einer verfluchten Seele. Sie sind nicht erfreut darüber, gestört zu werden. Gespenstische Clowns zerkratzen deinen Leib, bis du die andere Seite des Friedhofs erreichst. Okay, also die Karte nehme ich doch wieder raus. Ich dachte, das ist immer Heilung, aber das ist scheinbar so. Umso mehr Flüche ich habe, umso weniger... Oh Gottes Willen! Unpleasant. Oh mein Gott! Ich habe nur noch 60 Max HP. Das ist so schrecklich. So. Gehe zum Laden. Ein Hinterhalt. Okay. Staubdarm? Nee, ist klar, ne? Die macht wieder ihre Fehlschläge, ne? Früher waren es 3, dann waren es irgendwann 4 plötzlich. Deswegen wird das jetzt nicht anders sein. Du lässt mich schön in Ruhe. Au. Könnt ihr wieder G besiegen zuerst? Autsch, ich habe nur 10 AP! Hilfe! Das Ding hier muss weg. Nein, was hat... Was? Okay. Was haben wir jetzt... War das die Falle? Ich bin noch dran vorbeigekommen. Na ja, gut. Dann war das gerade sehr unschön. You will never face me. Once more into the grave. Naja, immerhin haben wir dieses komische Piratending da erledigt. Für den Sieg über den Captain der betrunkenen Dirne erhältst du diese Karte. Piratenkarte. Ui, da bin ich ja gespannt. Hauen wir mal ins Deck rein. Nur eine Karte freigespielt. Hilfe. Again you face me. Again you are a fool. Ja, ich weiß, dass ich jetzt ein Fool bin. Wenn ich mal den Endgegner erreicht habe und merke, wie stark er ist, erst dann würde ich sagen, ich mache mal zwischendurch einen Endless Run, der dann wirklich ein paar Stunden dauern wird, dass da ganz viele Folgen damit gefüllt werden. Aber eben, dass ich... Die nehme ich rein. Dafür auf jeden Fall den Friedhof raus. Dass ich den Endless Mode mache, um Karten frei zu spielen, wenn ich weiß, wie stark der Gegner ist, damit ich weiß, ob ich was brauche und was ich brauche. Das Wirtshaus ist relativ gefährlich. Ich würde es auch mal rausnehmen wollen. So, und dann könnte ich erstmal den... Obwohl, das ist der mit den Segen, ne? Aber der macht ja nichts Negatives, oder? Ja, dann haben wir eine Karte, die erstmal nichts Negatives beinhaltet. Und wo wir trotzdem, wenn wir ganz viel Glück haben, noch eine Chance haben, irgendwas Positives zu kriegen. Sonst ist ja gerade nichts mehr, ne? Ja, kann man eigentlich machen. Gut, den Endlos-Mode würde ich dann auch hier mit einem speziellen Heldentypen machen, würde ich sagen. Ich weiß noch nicht welchen. Aber irgendeinen davon halt. Muss ich mir noch genau überlegen. Gut, Standardmodus, ja.
Das soll es für heute gewesen sein. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Tschüss.